Nachbarschaftsduell-Gewinner. Hey, hey, Derby-Sieger ist ja erst nächsten Montag, hoffentlich. Jungs, Rüdiger Abramczyk, Klaus Fischer, die Legenden sind da. Der S04 gewinnt zum ersten Mal zweimal in Folge in dieser Saison. Und das beim Nachbarn mit der Straßenbahn hingefahren, extra Abteil freigeräumt für 3 Punkte, wieder mit nach Hause genommen. Wie habt ihr das erlebt, das Spiel? Ich habe es am Fernseher mir angeguckt und das war hochverdient, muss man einfach so sagen. Wir waren die beste Mannschaft und ja, ich habe zu richtigen Zeitpunkten auch die Tore gemacht, aber ich habe schon längere Zeit her, wo ich gesagt habe, ohne Salazar steigen wir ab, wenn ihr euch erinnern könnt. Er ist der entscheidende Mann und wie einige Trainer von uns auf die Idee kommen, ihn nicht spielen zu lassen, das ist mir ein Rätsel. Und er hat wieder gezeigt, durch die Vorbereitung, das erste Tor, das zweite Tor, dass er unverzichtbar ist. Ja, Kramer hat ihn ein paar Mal rausgelassen, weil er ihm defensiv nicht bissig genug war oder diszipliniert genug vor allen Dingen. Und dann war er auch eine ganze Zeit verletzt, dummerweise. Sonst hätten wir, wenn er und Kral nicht ausgefallen wären, glaube ich, schon früher das ist die Kurve gekriegt. Du darfst einen Trainer wie Kramer nie verpflichten, weil er keine Ahnung hat. Tut mir leid. Ja, sagen wir mal, er hat zumindest im Jugendbereich, ja, in Hoffenheim, in Leipzig und, beim DFB, ne, da stellen ja keine Leute ein, die keine Ahnung vom Fußball haben. Nur im Seniorenbereich. Das will ich nicht gerade sagen. In Grenzen. Nein, das der Spiel, Klaus ist auf Feuer, ja, Abi, was ist ja, mit dir? Nein, das Spiel war gut. Muss dazu sagen, war natürlich so ein Kampfspiel, was wir eigentlich auch alle gehofft haben, weil rein spielerisch ging da nicht viel. Man hat viele Zweikämpfe gehabt, war auch gut für uns, weil wir 3 Mann vor der Abwehr stehen gehabt haben, 3 Defensiven und die haben natürlich reichlich weggeräumt da. Wo auch Bochum natürlich für mich gut, die haben eine Chance gehabt mit dem Hoffmann, der da durch den 16er durchgegangen ist und gut, wer weiß, wie das gegangen wäre, wenn er den reingemacht hätte. Zum Glück war das sein rechter Fuß, den er auch nur zum Geld holen hat, genauso wie ich meinen linken. Also war okay gewesen, also wenn wir da vielleicht in Rückstand geraten wären. Du hast Geld gekriegt damals? Ja, für den linken nur. Ja, ich dachte, das wäre aus Liebe zum Verein immer alles. Ja, machst du ja auch hier. Ja. Nein, es war okay. Also die Tore sind auch im richtigen Moment gefallen. Waren natürlich ein bisschen doof, die Tore für Bochum. Da muss man einfach so sagen, gut, wenn er den Ball weggetreten hätte, hätte er wahrscheinlich den Torwart auf den Kopf abgeschlagen. Also das war so ein richtig großes Missverständnis. Und zweite Tor, das war, glaube ich, schon so ein bisschen eingespielt. Das war auch gut gemacht und da hat der Klaus wieder recht, Salazar und so, das siehst du schon, dass der das kann, der wieder den Ball flach runterspielt und der Bülter wieder zur Stelle ist. Und kann sein, dass das muss man wirklich sagen. Das ist abgesprochen. Ja, das war abgesprochen, das haben wir gesehen. Haben sie gut gemacht. Der Markus Gelaus, der Co-Trainer, hatte sich das ausgedacht, ne? Und Salazar sagt hinterher, im Training hätte das gar nicht so gut geklappt. Ja, dann ist meistens aber jetzt so. Hat es dann hingehauen und Salazar war ja auch der Ausgangspunkt des ersten Tores, ne? Denn sein Solo da an der Seite, also ja, alle denken, genau. Der geht nach hinten und dann geht auf einmal nach vorne, spielt noch einen aus und haut die Flanke rein, durch die das ganze Chaos entsteht. Also Rodri hat die besten Szenen gehabt, auch die Nummer mit dem Reißbeutel, habt ihr das gesehen? Nee. Die Bochumer Fans haben ihn mit Reißbeuteln beschmissen. Dann hat er sich, als er eine Ecke machen wollte, dann hat er sich den Reißbeutel genommen, hat den geküsst, hat sich einmal damit bekreuzigt und wieder weggetan und hat hinterher erzählt, das wäre, weil man so mit Essen nicht umgehen würde. Ne, genug Menschen auf der Welt hätten nichts und er wäre froh, dass er immer was zu essen hätte und so wird man dann nicht mit umgehen. Das ist ja richtig. So viele Leute auf der Welt hungern und dann machen die so eine Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja. Das gehört sich nicht. Also Bülter war für mich auch wieder mit einer der besten Jungs gewesen, da muss ich wieder sagen, wenn der loszieht und so, da kann man schon was unternehmen auf der Seite da. Also das klappte für mich also ganz gut. Die haben sich vorne auch ganz gut behauptet, fand ich. Waren viele schöne Zweikämpfe bei gewesen. War natürlich aber auch rein fußballerisch nicht viel zu sehen. Das muss man auch in der Situation gar nicht sehen. Das haben wir ja vorher schon mal gesagt gehabt, wir müssen nicht Fußball spielen, sondern wir müssen kämpfen. Und das haben sie jetzt zum zweiten Mal richtig gut gemacht, hier beim Heimspiel gut gemacht gegen Stuttgart, jetzt wieder
wunderbar. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, wie der Verlauf der letzten 6 Spiele sind. Ja, ich meine, dass es da keine Schönheitspreise gibt, ist klar. Wir haben Stöger total rausgenommen. Die Bochumer von den letzten 6 Heimspielen 5 gewonnen davor. Unter anderem dann, wenn der Stöger dir seine Ideen reinbringen kann nach vorne und die schnellen Jungs da gut einsetzen. Nur wir haben ihn aus dem Spiel genommen und deshalb kam da auch nicht viel. Nee. Der war auch nicht zu sehen, nein. Und das gibt dir jetzt unheimlichen Auftrieb. Erst vor 4 Unentschieden, wo wir nichts zugelassen haben, jetzt 2 Siege hintereinander. Ja, so kann es weitergehen, aber es wird nicht so weitergehen, weil andere Gegner kommen. Aber du musst weiterhin richtig gegenhalten, musst weiter kämpfen um dein Leben, aber du bist jetzt dran. Du hast 19 Punkte, nur 3 Mannschaften auch 19 Punkte, hallo. Ja. Ja, das ist eine Konstellation, die es noch nie gab. Ja. Nach 23 Spieltagen, 4 Mannschaften punktgleich unten und die Herr Tainer können wir noch mit dazu nehmen, wir haben nur einen mehr. Einen mehr, aber ich habe mal geguckt auf die letzten 5 Jahre, weil die Entwicklung ist einfach so, dass es immer dichter wird im Keller, und, ne, weil die oben immer mehr Punkte holen. Habe also auf die letzten 5 Jahre geguckt, wie da so die Stände waren und da hatte noch nie der Letzte so viele Punkte. Ne? Da war irgendwie 9 Punkte, waren wir der totale Ausreißer und Mainz hatte ja auch nur 9 nach der Zeit. Dann mal 13, mal 14, mal 16 war das höchste, 19 hatte noch keiner. Aber dafür hatten die auf Platz 15 und 14 immer schon 21, 23, 24, 26. Das heißt, diese Konstellation, dass 5 so eng beieinander sind, gab es noch nie. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir einer von den 2 sind am besten. Ne? Du hast ja auch noch die Gegner, die mit dir darum kämpfen. Ne? Also Hoffenheim ist, glaube ich, noch im Spiel bei uns. Wer ist noch dabei? Berlin. Ja, Berlin ist noch. Ne? Hertha. Ja, also wenn du die alle schlagen solltest, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Ne? Aber du darfst natürlich gegen die Vereine darfst du natürlich auch nicht Punkte lassen, sondern die musst du schlagen. Was wir ja immer gesagt haben, alles was im oberen Bereich ist, wird schwierig, aber die unteren mit uns zusammen unten um Abstieg kämpfen, die musst du schlagen. Und das bleibe ich auch bei. Wenn du die nicht schlägst, dann wirst du auch trotzdem absteigen. Auch trotzdem hast du so eine gute Serie jetzt haben. Ja. Aber ich glaube, du musst trotzdem auch mal einen von oben schlagen. Ne? Also nur mit den Siegen wird es nicht gehen. Und kannst du ja schlagen, wenn du jetzt deswegen, Derby. Ja? Deswegen ist der Bochum dran gekommen, weil die 5 Heimsieger hintereinander hatten. Auch gegen Eintracht Frankfurt, glaube ich. Union, Gladbach. Union geworden, genau. Das geht auch dazu. Gut, das werden wir ja sehen am Samstag. Ja? Wenn du Dortmund am Samstag schlagen solltest hier, was ja möglich ist. Das ist ein Derby, meine Güte, da wird gekämpft, gekratzt, geboxt, da geht nämlich richtig los. Die Fans, die werden sich da wahrscheinlich auch alle umarmen und da wird schon richtig, richtig Rambazamba hier sein. Da freue ich mich besonders drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir ja im Hinspiel schon gesehen, dass es uns fast gelungen wäre, da einen Punkt mitzunehmen. Ja. Ne? Einmal nicht auf die Flanke aufgepasst, 79. wenn das war. Und 0-1 und alles ist verloren, alle Arbeit umsonst. Und da hatten wir wesentlich weniger Spirit, wesentlich weniger Ordnung im Spiel. Ja. Ja. Also, ich sag mal, vielleicht Bayern München, wo nicht zu schlagen ist, aber die haben auch Spiele verloren. Und warum sollst du gegen Dortmund zu Hause nicht gewinnen? Natürlich musst du sehr viel tun. Aber das ist ja normal, dass du gegen Dortmund nicht vorbeigehen, Dortmund schlagen kannst. So Gas geben ohne Ende und ihnen wehtun. Ja, das haben wir ja gesagt. Ärmel hoch und also wenn du Fußball mit Dortmund spielen wirst, da kriegst du wahrscheinlich Schwierigkeiten. Aber wenn du dagegen hältst, richtig dagegen hältst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir da etwas machen, weil wir stehen gut hinten. Jetzt haben wir mit den 3 Mann da vor der Abwehr, stehen wir auch nicht so schlecht. Und vorne haben wir jetzt auch ein bisschen Glück. Und das ist wiedergekommen für die Stürmer und. Und jetzt wollen wir mal abwarten. Jetzt gucken wir mal gegen Dortmund, ist alles drin, sag ich mal. Ja, die feinen Füßchen nerven, ne, damit die Bälle gar nicht erst gefährlich in den Strafraum kommen. Nicht die Tiefe bieten. Ja. Haben wir ja gegen andere auch schon gut geschafft. Ja, aber also, das werden sie sowieso nicht kriegen, die Dortmunder, weil wir mit 3 Mann vor der Abwehr spielen. Also da werden die, glaube ich, nicht. Also die Dortmunder, die werden lange warten. Die werden lange warten, ob Schalke nervös wird.
ob wir ein bisschen aufmachen, ja, und wenn wir das nicht machen, gut, dann spielen wir eben vielleicht 1-1, 0-0, mir ist es egal, auch wenn wir gegen Dortmund nur einen Punkt holen würden, wäre ja auch schon Erfolg. Ja, ja. Derbys, oder du hast 26 Mal gegen Dortmund gespielt in deiner Karriere, ne? 26 Mal, 7 Tore geschossen, aber für Schalke nur 12 Mal. Die anderen Male sind für 60, für Köln, für Bochum, ne? Und da hast du aber deutlich, hast eine positive Bilanz, 6 Mal gewonnen, 2 unentschieden und hast 5 Tore dabei gemacht und ihr habt ein Spiel gehabt, hoher Sieg, jetzt mal so ein Omen, ne? Du machst ein, du machst sogar 2, könnt ihr euch erinnern? Ich glaube 5-1. Im Heimspiel, ja. 5-1, genau. Genau. Zu Hause, ja, zu Hause, ja, war. Letztes Spiel. Ja. Letztes Spiel war das. Wenn, die Meisterschaft. Nee, das, nein, das war das 4-2. Das war 77. Ja. Letzter Spieltag. Gladbach steht in vor Bayern. Uns, spielt genau. In München. In München. Wenn die verloren hätten und wir gewinnen, sind wir Meister. Genau. Ja. Und da war das 4-2 gegen die anderen. Habt ihr auch beide getroffen, ne? Ich glaube ja. Du machst 2? Ja. Keine Ahnung. Ja. In Dortmund haben wir immer gerne gespielt, weil. Diese Atmosphäre ist doch klar hier, das war doch immer geiler, weil die ganze Woche hat man sich schon drauf gefreut, schon im Training auch, oh, gegen Dortmund geht richtig los. Und ja klar, meine Güte, das ist Derby, Jungs, Derby, das ist doch nicht immer, ja, das ist doch geil, wenn das Stadion voll ist. Und ich habe das immer gerne gemacht, muss egal, ob da auch wenn ich in Dortmund gespielt habe, habe ich immer gerne gespielt. Ich glaube, der Abi auch. Kommt im Trikot am Samstag, oder? Ich habe kann sein, mal, ja, aber nicht im Dortmund dann. Ne? Wir waren ja mit 60 München die total unterlegene Mannschaft. Im ersten Derby, mein erstes Derby, mein erstes Spiel, wo ich bei Franz ein Autogramm wollte und dann hat der Pilz zu mir gesagt, brauchst kein Autogramm, in 4 Wochen spielst du gegen ihn. Und das war's, haben wir 3-0 gewonnen. Aber Rückspiel haben wir 2-1 gewonnen und da habe ich das entscheidende Tor gemacht gegen Katsche, bin ich ihn weggelaufen. Udo hat gesagt, er darf sich nicht mehr mit mir unterhalten. Ich hätte angeblich mit ihm unterhalten und er wäre nicht voll konzentriert gewesen. Okay. Schön. Ja, du musstest ja mal für dich spielen, ne? Ja. Erzähl nochmal, wie das gelaufen ist, weil da haben einige von den Fans nicht so mitbekommen, dass es eigentlich eine Rettungsaktion für den Verein war, ne? Die Ablösesumme, 1,1 Millionen hieß es ja. Damals, D-Mark, also heute es war, ungefähr. Es war einfach so 8, gewesen, 9. Jörg, dass der Verein kein Geld hatte. Wir waren ja hier auch ein bisschen verschuldet. Wir konnten ja noch nicht mal, so wie der Charlie immer gesagt hat, konnten dann immer die Wäsche mehr waschen, weil wir kein Geld für Waschpulver hatten. Also, wo ich darauf hingewiesen habe, ne? Ja, Klaus hat darauf hingewiesen, aber es war so, dass die gesagt haben, wir müssen ja irgendeinen verkaufen. So. Und dann war es eben so, für mich war es so gewesen, da war, glaube ich, meine Frau schwanger gewesen oder so. Ja, ich meine ja. Und dann hieß es eben, willst du nach Dortmund oder willst du nach Bayern? Und Bayern war für mich jetzt, sage ich mal, karrieremäßig wahrscheinlich wäre das die bessere Variante gewesen, weil da wärst du wahrscheinlich 3-mal deutscher Meister geworden, so wie der Olaf ja auch nach Bayern gegangen ist und Pokal und Meisterschaften. Also karrieremäßig wäre das sicherlich besser gewesen, aber es war für mich hier um die Ecke. Und dann habe ich gesagt, da brauche ich nicht umziehen, da brauche ich nichts machen. Und dann habe ich mich eben für Dortmund entschieden. Ich glaube, die hatten sich auch eher gemeldet, ne? Und die haben sich eher gemeldet, genau. Ja. Die haben sich eher gemeldet und dann war ich mit dem Raubal eigentlich klar. Und abends hat der Uli angerufen und ich habe gesagt, nee Uli, ich habe nicht noch nicht unterschrieben, aber ich habe mein Wort gegeben und da stehe ich zu und Feierabend. Der Junge aus Erle hat zugesagt, also ja, gilt das auch. Ja, stimmt so. Wenn ich was verspreche oder was halte, dann probiere ich es zu halten und wenn es nicht geht, gut, dann... Und die Bayern haben aber noch versucht, mit Karl-Heinz Rummenigge dich doch nochmal umzustimmen. Alle, ne? Kalle hat angerufen, Paul Breitner angerufen, Dieter Hoeneß hat angerufen, weil der Dieter wollte mich unbedingt haben. Die haben da den Karl Del Haie dann verpflichtet und der ist ja da... Das war ein Flop. Ja, der hat also da, glaube ich, nicht so oft gespielt und war auch ein anderer Typ als ich. Ja. So hast du dann 3 Jahre für die anderen gespielt und unter anderem hier mal in einem Heimspiel, Parkstadion, bei uns Walter Jungans im Tor. Wir führen 1-0,
meine ich, und dann machst du einen Doppelpack gegen deine Mannschaft. Ja, stimmt. Aber ich habe unheimlich viel Schwierigkeiten mit meinem Vater dadurch gehabt, weil das war ja, wenn ich jetzt da die Linie ist, ja, und ich stehe vor der Linie, brauche nur so machen, als der Ball. War fast drin. So wie das Tor der Bochumer, ne? So ja, wie der so Ball genau hin und her so, tickt. So, genau ja. So ein schäbiges Ei war das gewesen. Ja. Jungs packt es unter der Flanke durch und dann tickt genau. Er da drum und rum, feiner Ball. Schienbein und was nicht, ja. Auf jeden Fall war er drin gewesen, was ich gar nicht machen wollte. Also, ja. Du hast gar nicht geschossen, du hast ihn quasi. Mein Vater hat mit mir nicht mehr gesprochen, der hat gesagt, du hättest daneben schießen können. Dann sag ich, wo soll ich denn hinschießen? Ich stehe doch schon auf der Linie. Also mein Vater, mit der anderen 3 Wochen mit mir nicht geredet, weil ich das Tor gemacht habe oder 2 gemacht habe. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann mich nirgendwo mehr sehen lassen. Ja, in meiner Stammkneipe kann ich nicht mehr rein, die beschimpfen mich alle. Ja, sag ich, tut mir leid, also ich konnte leider nicht verhindern. Waren denn danach die schwarz-gelben Fans irgendwie ein bisschen netter zu dir? Ja, also da waren die schon allgemein ein bisschen netter. Am Anfang war auch ganz schlimm gewesen. Da haben sie mich ja auch hier beschimpft mit Judas und was weiß ich und du Schalke, hau ab hier und was weiß ich. Dann habe ich da so 3 Monate auch mit rumgehampelt in Dortmund, bis sie dann irgendwann auch aufgehört haben, weil ich dann eigentlich ganz gut gespielt habe. Ihr hattet ja sowieso so eine Ruhrgebietsauswahl, ne? Rolli war da, Jürgen Sobiray von Schalke, dann hattet da die Bochumer Legenden Tenhagen und Eggeling. Dann hattet da aus Essen Burgsmüller, Rubisch kam da auch noch irgendwann, der war auch noch beim BVB. Also da kam er vielleicht danach nochmal. Horst war nicht dabei. So, das heißt, da war quasi so eine Ruhrgebietsmannschaft. Der Robert, der hat sich dann alles so geholt, was so in der Nähe war, sag ich mal. Und dann hat er auch oft gefragt, hat gesagt, Mensch, Abi, was meinst du, was hältst du von dem? Und von dem habe ich gesagt, du, ein Jupp Tenhagen, so ein Renner wie in Bochum, den brauchen wir, einen Rolli, der ist Rolli. Habe ich gesagt, wenn du einen Rolli kriegst, hol dir den sofort. Also es waren schon auch Radio Kano kam ja dazu. Und Sobi kam dann dazu, aber Sobi hat ja nicht so viel gespielt, aber trotzdem kam er dazu. Also es waren viele Schalke auf einmal da gewesen und wir haben dann in Dortmund auch eigentlich, sag ich mal, für das erste Jahr ganz gut gespielt. Ne? Und im zweiten Jahr, glaube ich, waren wir dann schon im UEFA Cup nachher, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat der Robert eine gute Mannschaft zusammengestellt. Jetzt war ja das damals, so heißt es jedenfalls in den Erzählungen, so 50er, 60er sind die nach den Derbys noch zusammen Bier trinken gegangen, die Spieler. Ne? Also die Rivalität war wohl gar nicht so groß. Wie war das in den 70ern und 80ern? Da haben wir noch nicht gespielt, aber sind mit denen kein Bier trinken gegangen. Nein. Mit den Dortmundern? Mit den Dortmundern, nein. Nein, also, das gab es nicht. Da war schon ganz klar, hier mit denen lässt du dich lieber nicht sehen. Nein. Vorher waren es Amateure, wir waren Vollprofis. Ne? Ja. Ich glaube, das gibt es heute ja auch nicht. Nein, nein, nein. Aber es war eben, insgesamt war das Derby noch nicht so heiß gegessen früher. Ne? Da war zwar auch die Rivalität, aber man wollte die gewinnen. Wir waren ja nie dabei gewesen. Man wollte die gewinnen, ja, erzählen die Jungs also, von damals. Haben das. Also die 80er Jahre waren schon nicht mehr so, dass man da miteinander ein Bier getrunken hat oder so. Das ja, da haben wir die Fans dazu beigetragen, ne? Ist ja klar. Wir spielen untereinander. Ein Burgsmüller war bei meiner Fußballschule, Wille Lebens und so, überhaupt kein Problem. Aber die Fans, die waren schon extrem da. Ja, am Samstag hoffen wir, dass sich das nur in extremer Lautstärke niederschlägt, ne? Dass es da ruhig bleibt, nachdem die Dortmunder zusammen mit irgendwelchen Kölnern und so ja dann übles Ausessen da auch noch übles Ausrufezeichen gesetzt haben. Letztens vor dem Spiel bei Union wollen wir hoffen, dass da keine neuen Aktionen kommen, weder von hier noch von dort, dass unsere ruhig bleiben und sagen, okay, das, was die da versucht haben, hat nicht funktioniert und deshalb ist jetzt Ruhe im Karton und dass wir hier eine Arena erleben werden. Hoffentlich siegt die Vernunft, aber das bezweifeln wir immer. Ja meistens haut es ja hin. Also, ich glaube, das bringt ja auch nichts, wenn man sich da auseinandersetzt und was weiß ich, die Köpfe sich einschlägt. Ich glaube, das bringt uns allen nichts, das bringt den Jungs nichts, weil es sind ja auch Leute dabei, wenn die sich verletzen, müssen arbeiten und was weiß ich, das sollte man schon mal ein bisschen überlegen. Nur, das kann man nicht verhindern und es ist einfach so, Dortmund-Schalke ist meistens was passiert und
Da würde ich auch nicht die Hand für ein Feuer legen, dass ich sagen würde, diesmal passiert nichts. Im Stadion hier sind ja immer ruhig. Es gibt kein Derby, das auf so einem hohen Niveau ist, mit Dortmund und Schalke. Das ist das Derby schlechthin. Ja. Ja. Und wir freuen uns auf den Kampf eines Underdogs. Klar sind wir der Außenseiter, der aber ja mit richtig Rückenwind reingeht und man sagt immer so gerne, nichts verlieren kann. Ne? Ja, natürlich kannst du das Spiel verlieren, du kannst eventuell einen Bruch reinkriegen und. Gut. Oder wie seht ihr das? Jörg, die Dortmunder stehen jetzt oben. Die wollen auch hier gewinnen. Ist doch ganz klar, wenn die bei uns hier verlieren, dann sage ich mal, dann werden die Bayern auch, ich glaube, die spielen zu Hause. Ich weiß jetzt nicht gegen wen, keine Ahnung. Weißt du das? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird Bayern zu Hause gewinnen und dann sind die ja wieder mit 6 Punkten oder mit 3 Punkten wieder Augsburg, weg. Gegen Augsburg spielen. Ja, da werden sie auch, glaube ich, gewinnen und da werden sie sicherlich nichts anbrennen lassen. Aber für Dortmund hier auch. Für Dortmund ist es natürlich die Geschichte. Wenn sie hier verlieren sollten, dann können sie meiner Ansicht nach die Meisterschaft vergessen. In diesem Sinne. Ne? Ja. Wobei uns interessiert ja nur, dass unser Punktekonto wächst und dass wir vielleicht sogar, wir haben jetzt die Chance, Abschießplätzen runterzukommen. Du kannst sogar mehr als Drittletzter werden, sag ich mal. Ne? Das, was wir ja gesagt haben. Drittletzter ist ja eigentlich das Ziel gewesen, aber das Ganze jetzt, zur Zeit kannst du sogar sagen, du, ich kann noch, was weiß ich, 15. oder 14. werden. Ja, ungefähr, würde ich auch sagen. Ne? Also das kommt jetzt drauf an, wie die anderen noch spielen. Aber Hertha wird nicht weglaufen, denn Hertha läuft nicht weg, die gewinnen auch mal und wir gewinnen mal. Also das ist jetzt alles so eng, also da werden wir mal abwarten müssen. Nur wie gesagt, es kommen die Spiele, die du gewinnen musst. Und das sind die Spiele, die mit dir unten drin hängen. Ne? In diesem Sinne. Genau. Klaus, gute Besserung. Also ja, Klaus ist ein bisschen angeschlagen. Klaus hat sich reingehauen, Klaus, mit der Erkältung heute. Alles klar. Nein. Ja. Jo, und wir sagen danke für das Gespräch, freuen uns auf den Samstag und hoffen, dass wir an dem Montag dann Spaß haben. Glück auf. Tschüss, Klaus.